So. Weil ich mal gerade wieder vergessen habe, die YouTube-Aufnahme anzumachen, habe ich das jetzt gerade erst gemacht. So. Wir haben schon wieder 35 Goldbarren. Nett. Ich habe da hinten echt viel gefunden. So. Dann dürfen wir jetzt ein bisschen mit Dommy hier rumrennen. Bam, 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 bam. So viel Belebersamen brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Eine weitere Singelbeere könnten wir aber brauchen. Haben wir noch Schatzboxen? Ja. Yep. So, wen nehmen wir denn jetzt überhaupt mit ins Team? Also, Dommy muss ich ja sowieso mitnehmen, aber ich glaube, ich nehme Trikefalo, Viridium und Kelio für die nächsten paar Missionen mit. Das heißt, wir brauchen ein Kraftband für Viridium. Das Volltrefferband geben wir Trikefalo, das EP-Band mir selber und das zweite. Wobei, ich könnte ein zweites EP-Band einfach nur mitnehmen, gibt es mehr EP fürs ganze Team. So, dann Morlord. Hast du wieder irgendwas Schönes? Er hat keine TM heute. So. Dann stellen wir hier mal unser Team jetzt zusammen. Ich bin jetzt halt leider nicht da. So. Dun, 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 dun. Wo haben wir denn die ganzen Leute, die wir brauchen? B -b 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 Da hinten sind sie größtenteils alle. Ja, stimmt, die sind ja nach Pokédex-Nummer geordnet. Trikefalo mit seinem Level 64 hier. Dann mal ein paar Kleinigkeiten. Und zwar bei Trikefalo würde ich gerne ein paar Attacken umstellen. Nämlich zum einen kriegst du einen Drachenstoß. Dafür mach mal den Brüller weg. Dass diese Antwort immer standardmäßig auf Nein stehen muss. So, und da habe ich noch was gesehen, was er wieder können sollte. Nämlich den Drachenpuls. Dafür machen wir die Triplette weg. Oh, Moment, jetzt wollte ich gerade noch bei Keldeo mal schauen. Ganz vergessen, dass ich den auch noch mal durchchecken wollte, was Attacken angeht. Eine Wasserdüse wäre zumindest schon mal nicht schlecht. Was hat er denn überhaupt? Zanktoklinge, Nassschweif, Doppelkick und Blubstrahl. Blubstrahl ist nett. Aber Doppelkick braucht man nicht wirklich, wenn wir Zanktoklinge haben. Ja, schon wieder.
Das war's dann erstmal. So. Dann gehen wir jetzt mal schnell zu Ramaidon. Wir haben ein paar Kisten aufzumachen. Hier hast du 5 Boxen. Da kannst du deinen Frust schön auslassen. Ein Top-Elixier. Ein Protein. Sehr schön. Auch wenn es mir jetzt nicht mehr wirklich viel bringt, aber gut. Und schon wieder ein Top-Elixier. Zwei Goldbahnen, dann hätten wir schon wieder 37. Man kommt in diesem Spiel echt einfach an Goldbahnen ran. Ah, eine Teamfähigkeit. Vergelter, nett. Was macht denn die genau? Statuswerte, Angriff, Spezialangriff und Genauigkeit der übrigen Verbündeten zeitweise erhöht, sobald ein Verbündeter kampfunfähig wird, okay. War. Gut. Animation beim Boxknacken ist wunderschön, oh ja. Ja, ich wollte noch eine Sinelbeere mitnehmen. Ich habe ja nur noch 60. Wird ja langsam knapp mit den Dingern. Oh, da hätten wir ja sogar noch ein paar Sinelbeeren zum Ernten. 4 Stück sind's. Darf ich nachher wieder 3 ablegen? So. Dann wollen wir hier mal eine Attacke trainieren. Und zwar den Dönerblitz. Ist ja auch schon mittlerweile Rang 4, die Attacke. Nachdem ich hier leider gerade nicht da bin, können wir gerade keine Kalkklinge trainieren, weil die Attacke beherrscht ja sonst kein Arsch. Ich meine, es ist Gen 5, da gibt's genau Otaros Entwicklungsreihe und Mushas Austausch, die diese Attacke beherrschen. So. 4 Sinelbeeren reichen. Ah ja, jetzt kommt noch das Ganze mit der Mystik dazu. So. Weil es mir ja eigentlich vollkommen egal ist, was ich gerade mache, suche ich mir aktuell den Job aus, der am schnellsten geht. Und das wäre jetzt gerade hier einer in U4. Jupp. U4 Mystik 1. Ich will den letzten Rest jetzt relativ schnell machen. Mir ist es auch vollkommen egal, was ich jetzt für Baumaterial kriege. Den Rest der Story machen wir recht schnell. Haben eh schon genug Zeit damit vertan, jetzt hier wieder rumzueiern. Gibt überhaupt keine EP hier.
Aber gut, das ist ja auch der zweite Dungeon, den wir hier in diesem ganzen Spiel gemacht haben. Nur, dass wir jetzt nicht auf Level 8 hier drin sind, sondern auf Level 44 bis hin zu. Ich weiß gar nicht. 64 ist, glaube ich, das höchste, was wir hier haben. Ein Bonusweg, okay. Hier schon mal eine Sackgasse. Den Bonusweg können wir zumindest mal auschecken, was es für einer ist. Roter Schlüssel, und ich habe die Schlüssel natürlich nicht mitgenommen. Na gut, ist auch egal. In dem Bonusweg würden wir wahrscheinlich eh nichts kriegen. Ein paar schwarze Boxen vielleicht, aber das war's. So. Jetzt müssen wir noch Rollum finden. So. Haben wir ihn schon gefunden. Und raus hier. Neuer Rekord, nach 20 Minuten Stream schon den ersten Dungeon abgeschlossen. Und ich gehe mal davon aus, dass ungefähr 16 Minuten davon Cutscenes und Vorbereitung war. Köstlich. Das Essen hier ist einfach ein Traum. Mensch, du haust aber ordentlich rein. Also ich verstehe immer noch nicht so recht, was das mit der Stimme des Lebens nun wirklich auf sich hat. Hey, Trikefalo. Du warst es doch, der Kiel in unsere Welt gerufen hat, nicht? Und zwar aus der Welt der Menschen, stimmt's? Ja, stimmt genau. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Sehr gut, du Miesel. Das würde mich auch brennend interessieren. Nichts lieber als das. Dann möchte ich euch einmal erklären, wie das alles vonstatten ging. Also, alles fing an als etliche Stunden später. Bla 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 bla. Und so hat es sich damals zugetragen. Das bringt mich nun zum Kern des Ganzen. Bla 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 bla. Der schwafelt ja ohne Punkt und Komma. Musst du denn nie Luft holen? Und bislang hat Akira noch mit keinem Wort erwähnt. Oh je, hätten wir ihn noch bloß nie gefragt. Ich mag Trikefalo. So ein toller Charakter. Hier bist du also. Viridium? Na, was meinst du? Eine tolle Aussicht, nicht wahr? Im Ernst? Es ist so dunkel, dass ich kaum etwas erkennen kann. Ja, aber es mag noch so dunkel sein, doch. Dieser kühle Wind fühlt sich trotzdem sehr angenehm auf der Haut an. Die Dunkelheit jagt mir keine Angst ein. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ganz besonders jetzt. Ich weiß, was du meinst. Man kann den Frieden förmlich spüren. Sag mal, Keldeo. Was gibt es? Sag, was hat dich dazu bewegt, Team Shy Guys beizutreten? Trikifalo erinnert mich an mich, wenn ich über Pokémon rede. Nicht nur an dich, da kann ich mich auch gleich mit dazustellen. Ich kann auch reden wie ein Wasserfall, wenn es um das Thema geht. Das können einige Leute bestätigen. Ich dachte eigentlich, du wärst eher nicht so der gesellige Typ. Außerdem hätte ich darauf wetten mögen, dass du dich früher oder später wieder auf eine Abenteuerreise begibst? Ja,
Nun, ich habe mir in der Tat den Kopf darüber zerbrochen, was ich jetzt tun soll. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste ist, hier zu bleiben. Einerseits, weil du auch hier bist. Und andererseits wegen... Ja, und andererseits wegen... Tja, und andererseits wegen Dommi. Wegen Dommi? Ja, du hast richtig gehört. Erinnerst du dich noch daran, was im Eispalast geschehen ist, Viridium? Als wir dort alle nach Leibeskräften gegen Somnia und in ihre Schergen kämpften? Gewiss doch. Wie könnte ich diesen Kampf hier vergessen? Letztendlich war es Somnium, das Somnium, die uns zu Hilfe kam. Sie war es, die Domi und Kilian rettete. Und zu jenem Zeitpunkt waren Somnium und ihre Helfer fest entschlossen, gemeinsam unterzugehen und der Welt Lebewohl zu sagen. Denn sie hatten alle Hoffnungen in eben diese, unsere Welt verloren. Für Somnium bestand kein Zweifel daran, dass die Welt ein hoffnungsloser Fall ist. Doch dieses Gefühl, dass sich in der Welt nichts je zum Guten wenden wird, haben wir vielleicht alle mit Somnium und ihren Freunden geteilt. Jenes ohnmächtige Gefühl, dass unsere Welt in einer Sackgasse steckt. Ein jeder von uns hat dann und wann diese Zweifel tief in seinem Inneren. Daher ist es schon eine bemerkenswerte Leistung, diese Einstellung zu überwinden. Doch damals wandte sich Domi, der mit der Zukunft hadernden Somnium zu und sagte zu ihr: Immer diese Flashbacks. Hey, da bin ich. Die Worte, die Domi damals sprach, von jener hoffnungsvollen Welt, die Domi erschaffen wollte, das war nicht einfach so dahergesagt. Gewiss wurde Domi von ähnlichen Zweifeln gegenüber der Welt geplagt wie Somniam. Doch Domi betrachtete diese Welt und dachte sich: Ich muss sie ändern. So erklärt sich auch der Traum von Domi, ein Paradies zu erschaffen. Domi verkündete allen, dass eine bessere Welt kein Wunschtraum sein muss. Und wenn Domi das sagt, dann hat man das Gefühl, es könne Wirklichkeit werden. So entschloss ich mich also, an Domi zu glauben und meinen Teil dazu beizutragen, diesen Traum wieder wahr werden zu lassen. Keldeo. Viridium. Domi wird einen guten Anführer abgeben. Ja, das weiß ich. Domi hat es bislang schon meisterlich verstanden, unser Team anzuführen. Und wenn mit der Zeit erst noch die nötige Erfahrung hinzukommt. Ich bin wirklich sehr froh, Keldeo, dass auch du ein so gutes Bild von Domi hast. Doch, Domi ist in letzter Zeit wegen Kilian schon sehr niedergeschlagen. Ich weiß, Domi gibt sein Bestes, um sich nichts anmerken zu lassen. Doch dieses Gefühl der Einsamkeit bleibt dennoch niemandem verborgen. Aber wen wundert's? Schließlich waren die beiden ja unzertrennlich. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Schmerz vergeht. Die Zeit heilt schließlich alle Wunden. Wollen wir es hoffen? Ich mache mir Sorgen um Domi, aber wir können nichts anderes tun, als unseren Beistand zu demonstrieren. Auch übrigens, Viridium. Ja, Keldeo? Dein bester Freund auf der Welt. Nun, das bin doch wohl ich, oder? Nein. Was? Aber wer denn sonst? Wie ist das nur möglich? Ich dachte, wir zwei seien Seelenverwandte. Entschuldige bitte, ich wollte dich bloß ein wenig necken. Wahre Freundschaft kennt sowieso keine Rangfolge. Unsere Freundschaft ist was ganz Besonderes. Und das sagst du jetzt nicht bloß, um mich zu trösten? Wo denkst du hin? Ich habe das doch nur gesagt, weil er sich so leicht an der Nase herumführen lässt. Uns beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, die weit zurückreicht. Das sind ganz besonders tiefe Bande. Und unsere Freundschaft ist echt. Und sie wird niemals enden. Das stimmt, ja. Vielen Dank, Viridium. Nein, ich danke dir, Keldeo. Ich bin froh, dich wiederzuhaben. Lass uns alles geben, um unser Paradies aufzubauen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Hurra! Ein Lächeln von Viridium. Der sagt mir jetzt schon wieder, dass ich für heute genug Abenteuer hatte. Hallo, ich streame jetzt gerade mal seit einer halben Stunde. Also noch nicht mal. Der will mir jetzt schon wieder was von der Pause erzählen.
welcher Welt kommt dieses Spiel? So. Wir trainieren weiter den Dönerblitz. Ich finde das ja irgendwie putzig, wie der Kleine hier auf allen Vieren rennt, wenn man mit ihm schnell rennt. So. Großartig viel müssen wir hier heute nicht machen. Wir legen die paar Items ab, die wir das letzte Mal in dem Dungeon gefunden haben. Und vielleicht hätte ich mal daran denken können, die ganzen Items zu verteilen. Ja. Hallo Kenji und ja, Zebra. Zebras sind toll. So, wo haben wir denn heute die mit der kleinsten Ebene? Ebene 4. Eine 4-Sterne-Ebene 4, das ist schon mal gut. Machen wir die heute. Ist zwar ein bisschen schwierigerer Dungeon, aber da kriegen wir wenigstens ein paar Punkte. Na dann. Wollen wir mal. Jetzt haben wir das erste Mal einen Dungeon, wo wirklich Wasser drin ist. Und jetzt habe ich bis auf Keldeo zumindest kein Wasser-Pokémon dabei. Oder bin heute ausnahmsweise mal nicht als Wasser-Pokémon unterwegs. So. Ich habe mich schon gefragt, wann ich hier etwas finde. Ah, Blitzfänger. Okay. Na dann. Na klar. Viridium, mach du das einfach. Okay. Hier geht's überhaupt nicht weiter. Ein Dröschel. Und ein Litomit. Ein Blitzer. Wenn jetzt nicht Keldeo hinter mir stehen würde, würde ich den da jetzt vorlassen, aber gut. Oh, wir haben endlich die Treppe gefunden. Wenn ich das Ding mal wirklich gezielt suche, dann finde ich sie nie. Yay, Mogelhieb wurde aufpoliert. Natürlich treffen wir erstmal wieder nicht. Ist ja nur ein Ladungsstoß, wieso solltet ihr auch treffen?
Gut, wenn er sich einfach so verkloppen lässt, habe ich jetzt auch nichts so, nicht wirklich was dagegen. Geld nehmen wir mit. Sollte vielleicht mal darauf aufpassen, dass ich nicht ans Geldmaximum komme. Und ein bisschen was ablegen. So. Eine Treppe brauchen wir noch. Wie viel Schaden kriegt der eigentlich von dem Donnerblitz? 47, okay. Zurückgeschreckt. Okay, Keldeo ist abgehauen. Treppe. Kocknuddern soll man hier jetzt noch finden. Oh. Da ist er ja schon. Ging ja schnell. Zweihundert Paradiespunkte. Nice. Der tiefblaue Himmel. Und diese watteweichen Schäfchenwolken. Ich sage das zwar nicht zum ersten Mal, aber ich kann nicht oft genug betonen, wie angenehm entspannend der Anblick auf mich wirkt. Ach. Vielleicht sollte ich einfach hier liegen bleiben, bis die Sonne untergeht. Was für ein malerischer Ort. Einfach traumhaft. Nanu? Was war das denn gerade? Dieses seltsame Gefühl eben. Ah, hier steckst du also. Hallo, Trikefalo. Was bist du denn hier so rumgeflattert? Hast du vielleicht etwas Bestimmtes am Himmel gesucht? Nein. Ich bin nur in Gedanken in einer Sache nachgegangen, die mich beschäftigt. Aber sag, was führt dich zu mir, Dummiesel? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Oh, stimmt. Das hätte ich jetzt um mein Haar vergessen. Nun, ich wollte dich eigentlich um einen Gefallen bitten. Um einen Gefallen? Tja, was wollte Dummiesel jetzt wohl von Trikefalo? Wer kann's erraten?
Attackentraining hätten wir dann auch wieder erledigt. So. Ich lege mal ein bisschen Geld ab. Dann einen Moment, ein paar Items können wir auch ablegen. Naja, genau. Ich habe Trikefalo für heute nicht zur Verfügung. Der erledigt gerade etwas für Dummiesel. Das heißt, ich darf mir heute als viertes Mitglied jemand anderen suchen. Wen nehmen wir denn dann mit? Ich habe noch ein paar Leute. Ich könnte noch Tara oder Psyana theoretisch mitnehmen. Oder ich nehme Imolga mal wieder mit. Ja, nehmen wir Imolga mit. Der hat eh schon wieder den Level up. Na dann, welche Mission machen wir heute? Wir haben hier zumindest schon mal wieder was Ebene 4 Stufenberg. Ach du Heilige, das ist der allererste Dungeon. Mondscheinwald Ebene 4. Okay. Upp, da hinten haben wir... Oh, okay, das ist so ein Dungeon. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt machen kann schon. Das sind solche Dungeons, die für Level 50 plus ausgelegt sind. Das ist so ein 8-Sterne-Dungeon. Ich glaube, das tue ich mir jetzt erstmal nicht an. Wir machen trotzdem den schnellen Dungeon. Da haben wir noch einen im Farbenwald. Vor allem, weil ich den alleine machen müsste, ohne Teamkollegen. Und das ist mir jetzt gerade... Ach, Moment, ich muss mindestens einen Drachen im Team haben. Moment mal... Wenn ich das richtig gelesen habe. Ein Trikefalo ist heute nicht da, dann schiebe ich mir aber den für morgen auf. Aquana besiegen. Was die V-Welle sagt, das sehe ich gleich. Die V-Welle sagt Kampf. Wäre also gut für Viridium und Keldeo. Aber mal schauen, wir können ja trotzdem mal eine Runde drehen. Auch wenn ich gegen die Kampf-V-Welle heute nicht wirklich viel habe, weil ich habe, wie gesagt, zwei Kampf-Pokémon im Team. Na, dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber gut. Wie gesagt, gegen die Kampf-V-Welle habe ich heute nichts. Wir haben Mystic 5 in dem Dungeon. Ja gut, auf 4 Ebenen wird da nicht allzu viel passieren, aber... Imolga kriegt jetzt erstmal ein Level up. Donnerblitz aufpoliert, sehr schön.
Immer dieses Jammertal. Hier ist aber einer der Dungeons, wo man am Anfang vom Spiel am besten trainieren kann. Oh, mysteriöse Verzerrung. Wir haben tatsächlich mal eine drin. Aber ich sehe schon, was es ist. Eine Ebene voller Gänge. Das heißt, wir haben eine ganze Ebene, wo keine Räume sind. Nee, das hast du noch nicht gesagt. Oh, da ist die Treppe. Team-Attacke haben wir gerade keine aufgeladen, dafür waren wir nicht lang genug im Dungeon unterwegs. Die Items hier nehmen wir noch mit. Paradiespunkte. Ah, Tommy. Nanu, Emolga, was gibt es? Hey, Tommy, hast du Trikefalo irgendwo gesehen? Trikefalo? Nein, den habe ich nicht gesehen. Sollte ich? Willst du etwas von ihm? Ja. Ich habe im Restaurant gestern mit ihm zu Mittag gegessen. Tja, und er ist ja ein echter Vielfraß. Jedenfalls hat er so viel gegessen, dass wir nicht genug Geld hatten, um die Rechnung zu bezahlen. Also mussten wir bei Svaron es anschreiben lassen. Daher beschlossen wir, das nötige Geld gemeinsam aufzutreiben und die Zeche bei Svaron schnellstmöglich zu begleichen. Doch, Trikefalo, dieses alte Schlitzohr ist wie vom Erdboden verschluckt. Der wird doch wohl nicht wagen, sich so einfach aus dem Staub zu machen, oder? Was? Jetzt tust du ihm aber Unrecht. Er ist mit Sicherheit kein Zechpreller. Aber keine Sorge, sollte ich ihn sehen, werde ich ihm sagen, dass du ihn suchst. Super, danke für deine Hilfe. Ich werde hier auch noch ein bisschen weitersuchen. Doch wo könnte er bloß stecken? Ich habe schon alles abgesucht. Wo er doch gesagt hat, dass er Rastatt und das Paradies so toll findet. Am nächsten Morgen. Nanu, Emolga, guten Morgen. Hast du Trikefalo gefunden? Leider nein. Weit und breit keine Spur von ihm. Ich habe jeden Winkel in Rastatt und im Paradies abgesucht, aber nichts. Wo könnte er nur stecken? Ich schaue zu meiner Linken und nichts. Hm, verstehe. Dann schaue ich zu meiner Rechten und schon wieder nichts. Hm, stimmt, niemand zu sehen. Das war's dann wohl. Svaron, es wird mir nie wieder vertrauen. Das bedeutet dann wohl auch, dass ich nie wieder in den Genuss ihrer Küche komme. Ernsthaft? Nicht auszudenken. Trikefalo? Was zum Kuckuck? Wo einem doch bei bloßen Gedanken an Svaro das deftige Kost, das Wasser im Munde zusammenläuft. Und diese Gaumenfreude soll dir nie wieder zuteil werden, mein armer Emolga. Was? Machst du dich auch noch über mich lustig? Na, warte. Es ist alles deine Schuld, du Fehlfraß. Jetzt kann ich mich dort nie mehr blicken lassen. Was?
Hatten wir nicht einmal gemeinsam hinzugehen, um die Rechnung zu zahlen? Ja, und wo warst du da bitte? Sag schon, ich warte. Ah, dein A kannst du dir sparen. Wenn Svaron es mich wirklich nicht mehr bei sich essen lässt, dann werde ich dir das nie verzeihen, hörst du? Niemals. Ich bin untröstlich. Das war nicht meine Absicht. Ich musste nur rasch weg, weil ich noch etwas untersuchen musste. Untersuchen? Ja. Und deswegen habe ich die unbeglichene Rechnung dann leider völlig vergessen. Also doch. Du hast es also vergessen. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Ich werde den fälligen Betrag umgehend bezahlen. Ach, könntest du das ganze Team ins Restaurant bitten? Alle sollen zum Restaurant? Du willst doch wohl nicht... Jetzt sag bloß, du willst alle um Geld anpumpen, um die Zeche zu bezahlen. Nein, natürlich nicht. Es gibt etwas, das ich allen mitteilen möchte. Etwas, das du allen mitteilen willst? Was denn? Kilian könnte... Es könnte tatsächlich eine Möglichkeit für Kilian geben, in unsere Welt zurückzukehren und hier zu bleiben? Ja. Es sind zwar nur Mutmaßungen, doch wenn Kilian in dieser Welt geblieben wäre, dann hätte dies zu einem Riss im Gefüge unserer Welt führen können. Daher wäre es unumgänglich, dass Kilian in die Menschenwelt zurückkehrt. Ich selbst war der Überzeugung, dass man an Dingen Gesetzen nicht rütteln kann. Es könnte jedoch sein, dass das Schicksal dennoch geändert werden kann. Echt? Ja, du Miesel. Ich war auch total verblüfft, als ich begann, der Sache auf den Grund zu gehen. Oh, vielen Dank für deine Mühen, Trikefalo. Du hast was gut bei mir. Nanu, was meinst du denn damit, du Miesel? Nun ja, ich war es, der Trikefalo in dieser Sache um Hilfe gebeten hat. Ich bat ihn, nach einem Weg zu suchen, damit Kilian in unserer Welt bleiben kann. Denn schließlich kam Kilian ja damals nur auf Betreiben Trikefalos her zu uns. Ich hatte gehofft, dass er uns weiterhelfen könnte. Ja, genau so hat es sich abgespielt. Und als Dummiesel mich damit beauftragt hatte, der Sache auf den Grund zu gehen, verließ ich Rastatt für eine Weile. Es war nie meine Absicht, mich davor zu drücken, unsere Rechnung zu begleichen. Glaub mir bitte, Svaron, ich bin beileibe niemand, der einfach so die Zeche prellt. Und solltest du mir also Hausverbot erteilen wollen, dann werde ich halt... Schon gut, Trikefalo, das reicht. Ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass ihr eure Rechnung begleichen würdet. Immerhin seid ihr zwei anständige und rechtschaffende Jungs. Doch spann uns nicht länger auf die Folter und lass uns hören, was du herausgefunden hast. Oh, aber natürlich. Nun, zu Beginn dachte ich ja, dass es gegen die ehenden Gesetze unserer Welt verstieße, wenn Kilian hier bleibe. Und dass an einer Rückkehr in die Welt der Menschen nicht zu rütteln sei. Doch dann, seit ich hier bin, habe ich das Gefühl, dass diese Gesetze im Wandel begriffen sind. Und die Ursache für diesen Wandel, tja, das seid ihr und eure strikte Weigerung, Kilian zu vergessen. Das war ein regelrechter Schock für mich. Denn der Stärke eurer Gefühle gelang es sogar als unumstößlich geltende Gesetze zu überwinden. Wenn also etwas zuvor als total undenkbar geltendes nun auf einmal möglich ist, dann also dachte ich, sollte Kilian auch irgendwie geholfen werden können. Denn schließlich möchte auch ich Kilian unbedingt wiedersehen. Und als ich so meinen Gedanken nachging, kam Dummiesel vorbei, um mit mir zu reden. Und so ging ich fort von hier, um nach einem sicheren Weg zu suchen, auf dem wir Kilian zurück in unsere Welt rufen können. Beriet mich also mit den Stimmen des Lebens aus vielen anderen Welten und erhielt so etliche wertvolle und aufschlussreiche Auskünfte. Letztlich stieß ich auf eine einzige Möglichkeit. Eine einzige Möglichkeit? Ganz genau. Nordwestlich von hier befindet sich ein Dungeon namens Nabel der Welt, in dessen Innersten sich ein Ort befindet, welcher Kosmoshügel genannt wird. Von wo aus man, so heißt es, das gesamte Weltall in seinem Gleichgewicht überblicken könne. Wenn man sich auf die Spitze des Hügels stellt und einen Wunsch äußert, so wird, sofern der Wunsch im Einklang mit dem Gleichgewicht des Weltalls steht, dieser als ewig unabänderlich und verbindlich angesehen, wodurch der Wunsch gleichsam Wirklichkeit wird. Solange er im Einklang mit dem Gleichgewicht der Welt steht, wird der Wunsch also Wirklichkeit? Natürlich muss der Wille, den Wunsch wahr werden zu lassen, stark genug sein. So wie etwa bei eurem Entschluss, Kilian nicht vergessen zu wollen.
Außerdem kann nur ein Pokémon auf dem Kosmoshügel seinen Wunsch aussprechen. Ihr werdet also leider nicht alle gemeinsam dorthin gehen können. Nur einer von uns? Also müssen wir jemanden bestimmen, der den Wunsch stellvertretend für uns alle hier äußert. Wenn wir den geeignetsten Kandidaten auswählen müssten, dann wäre das wohl... Ich weiß schon. Ihr möchtet sicher alle, dass ich diese Aufgabe übernehme, stimmt's? Klar, wer denn sonst? Diese Aufgabe schreit doch geradezu nach dir. Die innigste Beziehung zu Okidan, die hast doch zweifelsohne du, Domi. Was hast du denn bloß, Domi? Du scheinst nicht mit Herzblut bei der Sache zu sein. Sag uns ruhig, was dir auf dem Herzen liegt. Wir sind doch schließlich Freunde, oder nicht? Ihr habt ja recht. Damals versprachen Kino und ich einander, dass wir auf immer und ewig zusammenbleiben würden. Nichts hätte ich mir damals mehr wünschen können. Doch dann wurde mir bewusst, dass Kilian in der Welt der Menschen ja sicher auch Familie und Freunde hat. Wenn man das Ganze also unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ja, dann war es vielleicht für Kilian das Beste, in die eigene Welt zurückzukehren. Niemand bedeutet mir mehr als Kilian, das wisst ihr alle zu gut. Aber genau das ist der Grund, weshalb ich mein Versprechen gebrochen und Abschied genommen habe. Domi... Versteht mich bitte nicht falsch. Nichts würde mich glücklicher machen, als Kilian wiedersehen zu können. Doch wenn Kilian erneut in unsere Welt käme, gäbe es vielleicht kein Zurück mehr in die Welt der Menschen. Wäre das wirklich das Beste für Kilian? Ich wage es ehrlich gesagt nicht, mich mit dieser Frage mit Ja zu beantworten. Domi, du bist wahrhaftig eine treue Seele. Und ich verstehe sehr wohl, welche Zweifel dich plagen. Doch die Entscheidung, was für Kilian wohl das Beste sei, nun... Diese Entscheidung solltest du wohl Kilian selbst überlassen. Dies muss ganz allein Kilian für sich entscheiden, oder nicht? Svaronas. Das sehe ich auch so. Und außerdem, wenn du dir wirklich solche Gedanken um Freunde und Familie von Kilian machst, warum wünschst du dir nicht auf dem Kosmoshügel einfach, dass Kilian in der Lage sein solle, nach Belieben zwischen den beiden Welten hin und her zu reisen? Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, wenn ich mir das wünsche... Also, wenn es möglich wäre, zwischen dieser Welt und der Menschenwelt zu pendeln, aber sag mal, denkst du, dass das wirklich gehen würde? Äußerst du diesen Wunsch und das Weltall bleibt danach im Gleichgewicht, dann ja. Das wissen wir aber erst, wenn du es versucht hast. In diesem Fall geht Probieren also tatsächlich über Studieren. Dann hat Domi wohl keine andere Wahl, als zu versuchen. Wenn man es gar nicht erst versucht, dann hat man schon verloren. Domi? Weißt du eigentlich, weshalb Dummiesel zu mir gekommen ist? Einzig und allein deinetwegen. Er wollte dich endlich wieder lachen sehen. Was? Meinetwegen? Ja, denn seitdem Kilian uns verlassen hat, bist du nur noch ein Schatten deiner selbst. Deswegen hatte ich gehofft, dass eine Rückkehr von Kilian in unsere Welt dich aufheitern und dir deine Lebensfreude zurückgeben würde. Ach, Dummiesel. Jeder einzelne von uns ist in Sorge um dich. Viridium. Hey, Domi, ich wünsche mir so sehr, dass du wieder glücklich bist. Und natürlich möchte ich Kilian wiedersehen. Genauso wie ich. Und ich. Mich nicht zu vergessen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich auch. Na? Und was ist mit dir? Ich natürlich auch. Ich auch, gar keine Frage. Freunde. Und was sagst du nun, Domi? Bist du nicht auch unserer Meinung? Ja, ich will Kilian natürlich auch wiedersehen. Nichts wünsche ich mir mehr. Gut, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Vielen Dank euch allen. Ich werde es tun. Ich werde es für euch alle tun. Auf zum Nabel der Welt. So ist es recht, Domi. Domi. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Du erreichst den Nabel der Welt über die Kreuzung. Wir zählen auf dich. Ich kann dich zwar leider nicht begleiten, Domi, aber ich werde mich trotzdem zum Nabel der Welt aufmachen. Huch, du gehst auch zum Nabel der Welt? Aber hast du nicht eben erst gesagt, dass nur ein Pokémon gehen könne? Nun, ich bin immerhin die Stimme des Lebens. Daher dürfte ich nicht zählen. Doch, ich möchte das Unterfangen nicht dadurch zum Scheitern bringen, dass ich Domi bei Kämpfen zur Seite stehe. Deswegen werde ich nachkommen. Bis das Innerste des Dungeons erreicht ist, ist Domi also ganz auf sich allein gestellt. Nun denn, Domi. Dann sehe ich dich also im Nabel der Welt. Treffen wir uns auf dem Kosmoshügel. Dort werde ich dich dann nach Kräften unterstützen. Geben wir unser Bestes. Viel Glück, Domi.
Wir alle drücken euch die Daumen. Klasse. Ich werde alles geben und schnell zurück sein, damit wir alle Kieran bald wieder in die Arme schließen können. Los geht's. So. Na dann. Für den Menschen hätte ich gern noch ein paar Vorbereitungen getroffen. Die ganzen Bänder hier brauchen wir jetzt erstmal nicht. Mehr als ein Top-Elixier werde ich auch nicht brauchen. Dann nehmen wir hier noch zwei Sinelbeeren mit. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Insgesamt 4 Belebersamen. Ich bin ja schließlich allein unterwegs und nicht mit dem Pokémon, mit dem ich es eigentlich gewohnt bin zu spielen. So. Na dann. Hier geht's hin. Ah ja, falls es jemanden interessiert. Wir könnten auch jederzeit mal wieder zum Riesengletscher gehen. So. Ein Toxiquack. Angeberei, na super. Okay. Ich weiß gar nicht auswendig, wie lang dieser Dungeon ist. Ich weiß nur, dass er nicht allzu lang ist, aber trotzdem sollte man ihn nicht unterschätzen. Gerade weil man hier alleine unterwegs ist. Und so einen Dungeon alleine zu machen, ist immer noch wieder was anderes, als alleine rumzugehen und das ganze Team durch den Dungeon roamen zu lassen, weil auf die Weise hat man wesentlich weniger Encounter. Die Viecher hier machen nicht gerade wenig Schaden. Und ich habe hier nur 118 Lebenspunkte. Hier ist nichts. Kann die Treppe ja nur noch an zwei verschiedenen Orten sein. Ich frage mich manchmal, warum ich überhaupt Top-Elixiere mitnehme. Ich finde doch sowieso die ganze Zeit welche. Mal abgesehen davon, dass ich mittlerweile mit den ganzen gut aufgestiegenen Attacken hier sowieso viel zu viel Attackenpunkte habe. Ich meine, Ruckzuckhieb hat mittlerweile 35 AP. Mysteriöse Verzerrung haben wir auch noch. Wetter plötzlich umgeschlagen. Ja, na super, Hagel. Ich habe gehofft, dass es nicht Hagel oder Sandsturm ist. Au! Hörst du auf damit? Da sind wir lieber mal ein bisschen vorsichtig. Haut mir der da über 80 Schaden rein. Das auf einer Ebene ohne KP-Regeneration.
Natürlich stehe ich genau im Schussfeld hier. So. Eigentlich will ich ja nur so schnell wie möglich diese Treppe finden. Dauert witzigerweise immer genau dann am längsten, wenn man irgendwie so etwas Nerviges wie Sandsturm oder Hagelsturm hat. Okay. Wenn man die Gegner lang genug kitet, kriegen sie auch irgendwann genug Schaden von dem Hagel. Aber wo ist überhaupt diese Treppe? Na gut, die muss ja da unten sein, ne? Am einzigen Ort, an dem ich noch nicht geschaut habe. So. Bitte kein extra Wetter. Danke. Siegelfalle, welche hat's erwischt? Ach, nicht ausgelöst. Okay. Yay, Sackgasse. Funkenflug. Ich diese Attacke schon wieder liebe. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... Okay, das macht jetzt ausnahmsweise mal nichts aus. Ein brutaler Lander jetzt auch noch. Ja gut, hier sind die ganzen... In diesem Dungeon finden sich ziemlich alle Pokémon, die bei Somnium im Team war. So... Yay, eine Sackgasse. Oh nee, jetzt kommen die auch noch. Natürlich genau vom Donnerblitz. Hätte ja klar sein müssen. Meine Lieblingsfallen sind schon wieder im Spiel. Nein, ich gehe hier in diesem Dungeon definitiv keinen Bonusweg. Vergiss es. Ja. Ich liebe ja Verwirrung. Solange ich Attackenpunkte von Ladungsstoß habe, ist alles okay. Treppe. Sehr schön. Direkt die nächste. Und wieder eine mysteriöse Verzerrung. Das, obwohl wir nur Mystik 1 haben. Das ist es diesmal, nur Items von Typ 1 erscheinen. Okay.
9. Kratzfurie, oh nein. Nicht die Imba-Furie. Wieder eine Sackgasse. Die Viecher machen viel zu viel Schaden, aber das liegt an ihrer Fähigkeit. Noch eine Scope-Linse, okay. Hier liegt zumindest Geld rum. Geld kann man ja immer brauchen. Okay, dann ist die Treppe da hinten irgendwo. U11. Sind wir schon wieder relativ weit gekommen. Oh, Treppe. Moment, kurz schauen, was das da oben für ein Item ist. Top-Elixier nehmen wir mit. Und hier ist wieder ein Bonusweg auf der Ebene. Finde ich gar nicht so schlecht, weil das heißt, dass die Ebene recht kurz ist. Okay. Der Twitch-Chat ist wieder gefragt. Wir brauchen einen Spitznamen für Toxiquack. Ist überhaupt gerade jemand da? Yep, es sind zumindest zwei Leute da. Also dann, wir brauchen einen Spitznamen für unseren giftigen Kampffrosch. Der neben seiner Vorentwicklung als einziges Pokémon eine Psycho-Doppelschwäche hat. Na gut, ich krieg gerade überhaupt keine Antworten im Chat. Dann lassen wir es halt dabei. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Da ist das K weggegangen. Glitzerboden, ein Unisono-Schal, noch ein Glitzerboden, Frage aber wäre. Du suchst ja aber auch immer die schönsten Momente, um aus dem AFK zu gehen. Goldbarren. Ich meine, wenn es jetzt, wo ich sowieso schon kurz vorm allerletzten Ende von diesem Spiel bin, weil nach dieser ganzen Aktion hier kommt nicht mehr sonderlich viel. Bei dir hängt Twitch ständig. Ja gut. Ich bin schon ziemlich weit vorgedrungen.
Ah, es ist zwar kaum wahrnehmbar, aber ich glaube, ich sehe dort ein Licht. Das sehe ich mir besser mal genau an. Habe ich mein Ziel endlich erreicht? Ist das hier der Kosmoshügel? Oh, hier ist ein Abgrund. Wow, es ist pechschwarz. Ich kann nichts erkennen. Hier werde ich wohl keinen Schritt weiterkommen. Wow, das ist ja atemberaubend. Hier an der Höhlendecke funkeln und glitzen Jahrhunderte kleiner Lichter. Wunderschön. Wie ein Sternenhimmel. Wer würde glauben, dass sich so ein Ort wie dieser so tief unter der Erde finden ließe? Diesen Ort hier umgibt eine Aura des Geheimnisvollen. Das ist in der Tat ein bezauberndes Plätzchen, nicht wahr? Für einen Augenblick hat es mir ebenfalls die Sprache verschlagen. Trikefalo. Man fragt sich natürlich, warum ein unterirdischer Ort Hügel genannt wird. Doch steht man erstmal auf diesem Abhang und richtet den Blick aufwärts. So ist es einmal, stünde man auf einem Hügel irgendwo da draußen und würde die funkelnde Vielzahl der Sterne am nächtlichen Himmelszelt bestaunen. Es heißt, dass man an diesem Ort deshalb den Kosmoshügel getauft habe. Also ist er es wirklich? Ja, du stehst wahrlich und wahrhaftig auf dem Kosmoshügel. So, Tommy, es ist nun an der Zeit, deinen Wunsch zu äußern. Zwar habe ich Abschied genommen, doch um ganz ehrlich zu sein, möchte ich tief im Inneren nichts lieber als Kilian endlich wiederzusehen. Und mit diesem Wunsch stehe ich nicht allein, uns geht es allen so. Die Wahrheit ist halt, dass wir Kilian jetzt dringender brauchen denn je. Wir möchten Kilian wieder bei uns haben. Sollte es möglich sein, Kilian in dieser Welt leben zu lassen, und sollte Kilian frei und ganz nach Belieben zwischen dieser und der Welt der Menschen pendeln können, so wäre dies unser allergrößter Wunsch und zugleich die Erfüllung unserer Träume. Deswegen, bitte, erhört mein inständiges Flehen, erfüllt mir diesen Wunsch. Wow. Trikefalo, was passiert hier? Ein Riss. Ein Riss hat sich aufgetan. Das Gleichgewicht des Universums ist gestört. Was? Das Gleichgewicht des... Die Anwesenheit von Kilian in unserer Welt scheint also doch den Gesetzen des Universums zuwiderzulaufen. Dieser Riss ist nicht groß genug, um die gesamte Welt zu vernichten. Doch den Kosmoshügel wird er mit einiger Sicherheit verschlingen. Es werden Jahre vergehen, bis er wieder neu entstehen wird. Das heißt, diese Höhle wird bald wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Was? Das heißt ja, mein Wunsch, der Wunsch von Team Scheigeist, konnte die Gesetze der Natur nicht überwinden? Es tut mir unendlich leid, aber dem ist offenbar so. Wir haben versagt. Wenn wir hier bleiben, sind wir beide verloren und werden ebenfalls in den Abgrund gerissen werden. Doch wenn wir den Wunsch nun aufgeben, können wir vielleicht entkommen. Es könnte uns gerade noch gelingen, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Lass uns von hier verschwinden, Tommy. Aber wenn dieser Ort erst einmal verschwunden ist, dann wird eine halbe Ewigkeit vergehen, bevor er neu entstehen wird, nicht wahr? Und so lange werden wir auch nicht herkommen können, habe ich recht? Nein, nicht mit mir. Diesen Wunsch kann und will ich nicht aufgeben. Auch wenn ich vom Riss verschluckt werde. Ich wünsche mir nichts mehr, als endlich wieder mit Kilian vereint zu sein. Ein Leben zu zweit, Seite an Seite. Das ist eine gute Entscheidung, Tommy. Diese Entschlossenheit ist genau das, was wir jetzt dringend benötigen. Was? Es gibt da nämlich noch etwas. Mir ist noch eine andere Möglichkeit durch den Kopf gegangen. Nun sollte sich meine Annahme als richtig herausstellen. Tja, Tommy, wie soll ich es sagen? Schon seit einigen Tagen
kann ich die Anwesenheit von Kilian ganz deutlich spüren. Was sagst du da? Ich vermute, dass Kilian jetzt irgendwo fernab in der Welt der Menschen auf uns blickt und uns zuschaut. Was? Kilian schaut uns zu in diesem Moment? Ja. Kilian, du kannst mich hören, habe ich recht? Wir würden gerne von dir wissen, wie du die ganze Sache siehst. Du hattest uns und unseren Alltag ja die ganze Zeit über im Auge, stimmt's? Dir ist somit gewiss nicht verborgen geblieben, wie sehr alle in Rastatt und im Paradies an dir hängeln und dir nachtrauern. Oder irre ich mich da, Kilian? Was hast du bei diesem Anblick tief in dir empfunden? Was möchtest du tun? Denn wenn dein Wunsch nur stark genug ist, dann kannst du es bestimmt schaffen. Ich... Ja... Ich... Natürlich will ich. Ich will zurück. Ich will zurück in die Welt der Pokémon, wo so viele tolle Freunde auf mich warten und wo Domi meine Rückkehr sehnsüchtig erwartet. Ich möchte schleunigst zurück in jene Welt. Willkommen daheim, Kilian. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder da, wo ich hingehöre, Domi. Tausend Dank. Guten Morgen, Kilian. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. So, ich bin wieder da. So. Storytechnisch haben wir in diesem Spiel jetzt ziemlich alles gemacht, was wir machen können. Der ganze Rest wäre jetzt weiter Paradies ausbauen, weiter trainieren und vielleicht noch, das Musikparadies bauen. Wann die Hochzeit ist? Keine Ahnung. Ja, hau mal den Ladungsstoß mal schnell auf Level 4. So. Ich kann jetzt hier auch mal mit den ganzen Leuten hier quatschen. Und der Pimp Crack Pulli ist natürlich auch noch hier. Kilian? Bist du es wirklich, Kilian? Du hast es also geschafft, in unsere Welt zurückzukehren? Ich kann es kaum fassen. Das ist echt wunderbar. Einfach spitze.
Entschuldige bitte, gib mir ein paar Minuten. Ich habe nämlich irgendwas im Auge. Ja, tut immer richtig stark, aber er ist extrem emotional, der Gute. Was zum... Du schon wieder? Unfassbar. Dabei habe ich mich so gefreut, dass du endlich weg bist. Endlich. War ich dich los. Und jetzt das. Du bist also echt zurückgekommen. Du bist wirklich eine Pfeife. Weißt du das? Also wenn du jetzt schon zurückgekommen bist, dann bleib gefälligst für immer hier. Ach ja, Zurückhex. Aber das ist doch... Da brat mir doch einer den Storch. Du bist es wirklich, Kilian? Ich habe nicht geglaubt, dass wir dich je wiedersehen würden. Aber ich kann ja auch nicht den ganzen Tag herumheulen wie ein Schlosshund. Immerhin sollte ich dich doch mit einem Lächeln begrüßen, nicht? Kilian, willkommen daheim. So. Dann, wir wollen mal Team wieder neu organisieren, weil aktuell sind ich und Domi allein im Team. Wen nehmen wir denn jetzt allen mit? Also Trikefalo hätte ich gerne mit im Team. Und eigentlich hätte ich gerne ein Feuer-Pokémon noch mit dabei, da ich das allerdings gerade überhaupt nicht zur Verfügung habe. Also bis auf ein paar wenige Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen will. In meinem letzten Spielstand hatte ich gegen Ende immer einen Ramat dabei. Das war immer ganz nett. Vor allem, weil das Ding mit seiner Hitzewelle immer ziemlich alles weggegrillt hat. Also würde ich sagen, entweder Kelio oder Viridium. Ich bin mir bloß noch nicht ganz sicher bei der Sache. Ich würde aber sagen, wir nehmen Kelio mit. Viridium hatten wir lange genug dabei, auch wenn es ein weiteres Wasser-Pokémon ist. So, mal eine Kleinigkeit müssen wir ja doch noch erledigen. Das nehmen wir jetzt mal mit. Und einen von denen nehmen wir auch mal mit. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es im nächsten Dungeon direkt geht, aber ich habe jetzt zumindest ein Drachen-Pokémon dabei. Was haben wir denn eigentlich für eine Farbe? Psycho, das kann ich ja überhaupt nicht brauchen. Hä? Kilian? Lange nicht mehr gesehen. Bist also zurückgekommen. Victini nimmt das Ganze ja noch sehr gelassen hin. Ich glaube, zur Feier vom Abschluss von dem Ganzen hier kann man ja eigentlich mal ein bisschen was für Victini springen lassen, oder? Einmal, zweimal. 60% Chance, dass es jetzt hinhaut. Okay, das wird ziemlich sicher gut gehen. Ja, die Afterstory ist jetzt vorbei. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Die will ich machen, bevor ich jetzt dann nachher in die Pause gehe. Und nach der Pause spielen wir dann was anderes. Und ja. Ich habe dafür auch schon extra eine Szene vorbereitet. Ich kann ja hier schon mal einen kleinen Ausblick drauf geben. Moment. Sieht jetzt gleich ein bisschen komisch aus, weil in der anderen Szene ist der Touchscreen sehr, sehr groß. Moment. Sieht dann so aus. Aber dazu kommen wir später. So. Jetzt nochmal zum Schluss eine schöne Wasser-V-Welle. Ich hoffe mal, dass ich das in dem Dungeon jetzt machen kann. Ich habe diesen einen super schweren Dungeon damit. Wobei,
super schwer ist er nicht, da brauche ich einfach nur... Ich gebe jetzt einfach Azumarill das Job-Memo. Was? Wenn ich nicht wüsste, dass du es bist... Du bist es, würde ich denken, du wärst es, Kilian. Aber du bist es, nicht wahr? Du bist es wirklich, Kilian. Willkommen zurück. Ist das nicht schön? Gebe auch in Zukunft bei den Jobs und bei dem Auftritt des Paradieses alles. So, ich habe hier noch ein Job-Memo übrig. Ich muss nur ein Pokémon vom Typ Drachen dabei haben, was ich jetzt habe. Hatte ich ja vorhin nicht, weil eins der wenigen Drachen-Pokémon, die ich überhaupt hatte, ist Trikefalo. Und der war vorhin ja mal ganz kurz nicht da. Deswegen... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es in diesem Dungeon schon machen kann oder erst im nächsten. Da bin ich mir halt noch nicht sicher. Okay, wir müssen uns merken, heute sind es die blauen Blumen. Wenn wirklich, machen wir nach dem Dungeon noch einen. Ja, ich glaube, wir können es tatsächlich erst im nächsten Dungeon machen bei der ganzen Sache. Ja, geht erst im nächsten Dungeon. Dann machen wir den jetzt auch mal ganz schnell noch durch. Ich hätte vielleicht ein paar Reihensamen mitnehmen sollen. Genau, ich verbrate im nächsten Dungeon einfach mal alle meine Reihensamen. Damit die wenigstens genutzt wurden. Ah, das sind wieder schöne Schadenszahlen. Ja gut, ich bin hier auch in einem vollen Lobob-Dungeon eigentlich drin. Da kann ich ja auch auf nicht effektive Sachen noch hier draufhauen und außerdem habe ich eine V-Welle. Da ist es vollkommen egal, mit was ich draufhau. Okay. Einmal, zweimal. Bis Ebene 4 müssen wir. Oh, das ist eh schon die nächste Ebene. Ich muss blaue Blumen. Das ist gelb. Blau. Da geht's weiter. So, sind wir schon am Ziel. GG easy. Und raus hier. So, müssen wir doch noch einen Dungeon jetzt, glaube ich, machen. Paradiespunkte. Mitteilung. Auf diese habe ich gewartet. Weil das ist das Letzte, was ich hier noch vorhabe, bevor ich diesen Stream hier abschließe. Weil wie man hier auch unschwer im Hintergrund von meinem Chat sehen kann, ist mein Lieblings-Pokémon ja Swatronen. Ich werde jetzt hier auch gar nicht sonderlich viel Zeit damit verschwenden. Wo gehen wir nochmal hin? Haben wir zufällig... Wir haben eine. Ich habe geschaut, ob wir ihnen hier haben. Oder wobei, nehmen wir, das war das Stufenberg, oder? Ich wollte einen anderen Dungeon schauen, oder? Moment mal. Von dem anderen haben wir aber keine, oder? Ne, vom anderen ist gerade keiner da. Hätte jetzt gehofft, dass eine vom Klopfberg da ist. So. Wir haben doch ein paar Reinsamen, oder?
Ich hab 3 Stück haben wir. Nicht, dass ich die jetzt alle brauchen würde, aber... Yep. Das ist der allererste Dungeon, in dem wir jemals drin waren. Und mit dem ersten Dungeon werden wir es auch abschließen. Der erste wird der letzte sein. Hui. Okay, wir haben sogar noch einen Rotomurf zum Schluss bekommen. Ist jetzt gerade jemand da, der einen Spitznamen vergeben möchte? Wird wahrscheinlich das letzte Pokémon sein, dem wir hier überhaupt einen Spitznamen geben können. Also nutzt diese Gelegenheit nochmal aus, um euch irgendwo zu verewigen. Wer möchte ein kleines Rotomurf sein? Oder wer möchte einen schönen Namen, diesem schönen kleinen Rotomurf einen schönen Namen geben? Fragen wir es einfach mal so. Ah, ja, Senior Rissetti. Okay, das lasse ich mir eingehen. Das ist genehmigt. So hieß der, glaube ich, oder? Ich weiß selber nicht genau, wie man den schreibt. Der Level 2 Rissetti. Ja, du bist schon als Pikachu verewigt. So. Die da verkloppen wir jetzt noch schnell. Das soll's tun, sofern es überall trifft. Jep. Dann war das erledigt. Nein, ich möchte den Dungeon nicht sofort verlassen. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu machen. Dafür habe ich den nämlich jetzt mitgenommen. Und los geht's. So. Und... Yay. So, jetzt ist alles erledigt, was ich hier noch erledigen wollte. Dann gehen wir jetzt noch schnell ins Paradies zurück. Dann speichern wir das Ganze noch. Und dann machen wir gleich kurz Pause. Gespeichert und zurück zum Hauptmenü. V-Welle wäre heute Unlicht gewesen. Wäre was für Trikefalo. Okay.
Dann machen wir hier mal aus. Ganz kurz rübergreifen. Raus damit und hopp. Ja. Das ist das Nemuri Pikachu. So. Dann machen wir jetzt Szenenwechsel. Jetzt ist der Topscreen da oben, der Touchscreen hier, wo das Hauptbild ist. Und ich würde sagen, Klappe zu, neuer Pausenbildschirm. Ich weiß, das ist jetzt einer von Advance Wars Dual Strike, aber mit dem Bildschirm machen wir jetzt Pause und wir sehen uns gleich wieder. Und weil Pokémon Mystery Dungeon ja jetzt mehr oder weniger vorbei ist, zumindest vorübergehend, machen wir in der Pause heute keine Mystery Dungeon Musik. Daher wäre meine Frage, habt ihr lieber Digimon oder habt ihr lieber Crash Bandicoot? Für beides habe ich eine Playlist da.